dann mal los. Sachte mit der Steuerung, ja? Sei gut zu dem Schiff. Klar, ich hab's kapiert. Elera, diese Koordinaten sind nicht für die Raumstation. Zuerst brauchst du einen Weg hinein. Wir haben einen Frachter auf dem Weg zur Station ausgeschaltet, der Sansana geladen hatte. Sansana, also Gewürz. Erst wenn es verarbeitet ist. Hol es ab. Gib dich als Lieferant aus. Der Schrott hier draußen. Dafür kannst du dich bei den Sonnenwinden bedanken. Aber keine Sorge, das Schiff kommt mit allem zurecht. Klar. Ist das Schiff? Schieß die Fracht frei. Bring uns näher ran, während ich den Fangstrahl aktiviere. Piraten, das hat uns gerade noch gefehlt. Sie dürfen nicht die Ladung treffen. Ich weiß, Wacker. Wir müssen kämpfen. Ich krieg die Fracht nicht zu fassen, während sie auf uns schießen. Beschützt die Bahnbrecher. Thank you.
Nicht wahr? Also, holen wir jetzt den Rest der Fracht. Ja, einfach alles rammen. War keine Absicht. Na also, hab's. Perfekt. Jetzt haben wir Sansana an Bord. Ich, gebe die Koordinaten der Raumstation ein. Das wird schon. Verdächtiges, okay? Weißt du was? Ich deaktiviere die Bordwaffen. Nur für den Fall. G-Klasse hatte Probleme und wir mussten für ihre Lieferung auf dieses Schiff ausweichen. Lieferung von kostbaren Mineralien. Äußerst legalen Mineralien. Folgen Sie der T-Eskorte zu Andockbucht 3 zur Inspektion. Inspektion? Zumindest sind wir drin, oder? Was stehlen wir hier überhaupt, Elera? Nichts. Ihr tilgt Schulden. Jedes Syndikat in Mirogana schuldet Gouverneur Torben Geld. Die Aufzeichnungen dazu befinden sich auf dieser Station. Also, ich finde den Datentresor, lösche die Schulden der Pikes und Torben glaubt, sie hätten seine Daten gehackt. Daten löschen, die Pikes beschuldigen. Und Crimson Dawn gewinnt. Warum habe ich das Gefühl, dass ihr Lehrer uns benutzt? Weil es Crimson Dawn ist. Und sie es tut. Sansana. Wir haben Kisten mit Sansana auf einer imperialen Raumstation. Super. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Kay, da
Das wird hart. Es ist noch nicht zu spät, um die Fracht zu übergeben und zu verschwinden. Nein, ich brauche Ersatzteile für mein Schiff und nur so bekomme ich sie. Wir ziehen das durch. Wir müssen. Also ich soll einfach... Was? Die Imps ablenken, während du den Datentresor suchst? Gute Idee, Wacker. Ich schleich mich zur Hintertür raus. Na gut. Erwartet seine Ware noch heute in ihrem Namen.
Sie wissen, wie das läuft. Zahlen Sie ein bisschen was drauf und dann bekommen Sie noch vor dem Frühstück. Na schön. Ich hoffe, ohne wir sind drin. Auf einer Konsole findet sich sicher ein Grundriss. Dann finden wir den Datentresor. Max, schnapp dir das. Super. Zeit versetzen lassen. Das habe ich schon überlegt, aber... Aber du hast dich an das Leben gewöhnt, das dir dein Bonus hier einbringt, oder? Was soll ich sagen? Torben macht es einem nicht leicht, wegzugehen. Da ist unsere Konsole. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Hey Kay, die Offizierin inspiziert die Waren. Hast du die Daten gefunden? Nein, beschäftige sie. Ich dachte gerade, Mirogana gehört den Pikes. Statt ihre Schulden zu löschen, könntest du Crimson Dawn anschwärzen, Gorak alles erzählen und eine Belohnung kassieren. Ihr Lehrer hintergehen? Denk mal drüber nach. Was hält sie davon ab, sich dein Todesmahl zunutze zu machen? Hey, ich hab dir nie von meinem Todesmahl erzählt. Sowas spricht sich rum, Kay. Oh, warte, sie kommt zurück. Hast du was, Kleiner? Thank you.
sie abzulenken, Nix. Geben Sie sich besonders Mühe. Hier steht bald eine Inspektion an. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Ich erinnere mich doch an das erste Mal an. Ich fasse es nicht, dass wir diese Lieferung wegwerfen mussten. Trocken auch nicht. Also gut, es ist wohl Zeit für mich zu gehen. Oh, das war knapp. Zu dem Terminal. Das Knöpfchen, Nix.
Laut Grundriss muss der Datentresor hier irgendwo sein. Vielleicht dort? Komm ich darüber? Sollte man einem solchen Syndikat überhaupt beitreten? Man kann auch einer respektablen Arbeit nachgehen, so wie wir. Hey, Kumpel, drück mal den Knopf. Ich habe gehört, dass wir bald den E12 bekommen. Los, Nix. Schaff das Viech hier raus! Nix, es ist ein Showtime. Was ist das? Lass mich in Ruhe! Datentresor. Also gut, löschen wir ein paar Schulden. Mach schon, mach schon. Ach, wer soll denn aus diesen Dateien schlau werden? Wer bist du denn? Gehörst du zu Torben?
Wow. Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Und wer genau bist du? Was, Nock? Torgens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich. Kay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen? Kein Problem. Was darf's sein? Also gut, lösch die Schulden von Crimson Dawn auf Toshara. Das wird Torben nicht gefallen. Was heißt, ich find's super. Crimson Dawn sollte sich auf was gefasst machen. Ich lösche alles und wir treffen uns dann in meiner Fluchthilfe. Deine Fluchthilfe? Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst sie von der Konsole hinter dir starten. Also, Boss Nock, wie mache ich das? Ruf den Frachtaufzug. Gut gemacht, Eindringling. Er bewegt sich. Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer. Also, unsere Fluchthilfe muss rum. Kann mal jemand helfen? Ich melde mich, wenn sich was... Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte ihr einen Energiestoß verpassen. So, und jetzt? Ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Und laut Plan schaltest du die Energiebarriere aus. Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was? Ich habe die Bahnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen, die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. Kommen heute noch mehr Pike-Besucher hier durch? Ja. Warum lassen wir es fertig? Ja, los geht's. Wenn der Anblick der Größe unserer Operation sie in Schach hält, bin ich dafür. Gouverneur Torben weiß schon, was er tut. Ja, schon klar, Boss Nock. Verstanden. Bleibe in Alarmbereitschaft.
Wird es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Les, ich lasse auch mein Zeug nicht hier. Sagen wir her, die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss sie improvisieren, Boss Nock. Warte. Gut, ich hab's. Hey, was hast du denn da gemacht? Ich falle. Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Eindringling. Du musst hier runterkommen. Also, wie bist du denn hier gelandet? Ein Impuls in Flohmoor hat mich beim Kartenzählen bei Sabak erwischt. Hey, Eindringling, da kommt jemand. Boss Nock, bist du da? Oh oh. Ich hab gefragt, was du hier machst. Los. Hat das geklappt? Verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus.
Bewegung, Truppen. Mögliche Eindringlinge in der Nähe des Frachtraums. Verstanden, bin auf Abruf. Zeit, sie abzulenken, Nix. Hey, schnappt euch das Vieh! Kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. Schön. Ach, gut, eine biologische Probe zu verschiffen. Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Nix. Kehren wir zurück aufs Schiff. Alles klar, Nix? Wird schon schief gehen, Kumpel. Aber der Bauernrichter darf nichts passieren!
einen Nein. Das war unser Ausgang. Dann sorgen wir für einen neuen. Aktivier die Booster und bring uns hier raus. Die sperren uns ein, Kay. Wir schaffen das. Wir sind draußen. Alles gut. Nichts ist gut. Da kleben Tees an uns. Oh, wir müssen von dieser Station weg. Flieg wieder ins Kümmerfeld. Da hängen wir die Tees ab. Das war ein Treffer.
Können wir das Relais nicht hacken? Schon dabei! In dem Glas. Bosnok. Bosnok. Gut. Ja. Toll. Nähere dich dem Relais und ich lösche das System. Brauch nur ein paar Sekunden. Ohne Unterbrechung. Wir sind sicher. Jetzt zurück nach Mirogana. Schnell. Ist klar bei dir da hinten, Bosnok? Oh ja, ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal so aufgekratzt war. Macht ihr sowas öfter? Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht. Hey, wie läuft's?
Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Sabak? Was? Ja, ich bin aus Canto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen im Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Hm. Nimmt sich etwas Zeit, um seine glücklichen Fans zu begrüßen. Gigi, Tisa, Hujibs und Grababota. Chugo, Chuyu. Für Sturmläufer war es eine schwierige Saison. Sie braucht nun ein Comeback. Jumping Jammer, Bolan, Graniwa, Ota, Nolia, Jokokit. Es ist immer eine Freude, den Publikumsliebling Störspringer auf der Bahn zu sehen. Am schnellsten hatte Hochschnitt Pfote einen schweren Start. Jumping Jammer von Topa Tapan war just Tupta Jafulka. Und jeder der eifrigen Jockeys will heute den Sieg für sich beanspruchen. Komm schon, bring mir Glück. Das wird schon. Das nächste Rennen dürfte jeden Moment beginnen. Sehen wir keine Überraschung, aber das Rennen hat ja erst begonnen. Die Fans sind begeistert. Wenn du nur kurz zweifelst, schluckst du Staub. Die Sieger stehen fest. Ja, war dein Risiko. Entschuldige die Störung, Gorak. Ich sehe, dass du... Was willst du hier? Ich bring dir einen neuen Buchhalter. Ich wusste nicht, dass ich einen brauche. Ja, es ist so. Crimson Dawn wollte, dass ich dir was anhänge. Aber stattdessen haben die jetzt ein Problem. Der Buchhalter, Bosnok, braucht Schutz. Er hat für Torden gearbeitet, kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur je mit deiner Konkurrenz gemacht hat. Wir kümmern uns um diesen Bosnok. Aber warum dieses Geschenk? Nur eingefallen. Dann solltest du wissen, dass eine Kopfgeldjägerin von Zarek Bash nach deinem Todesmahl gefragt hat. Sie nannte sich Vale. Vale. Ha, ich halte die Augen offen. Danke. Ich bleibe keinen Gefallen schuldig. Das wird teuer.
Thank you.